Oha. Spaten. Ich gucke jetzt erstmal, was ist hier so. Da geht's weiter. Wohin war? Ben, Anzughose, Eimer. Und da schnarcht. Wir schauen uns Spot an. Spot wirkt ein wenig hungrig. Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Tschüss, Spot. Ich glaube, das war nicht so gut. Mahlzeit. Okay, jetzt rollt's. Oh, Kugelspot in eine Kugelform. Spot hat nun gelegt, sich in eine Kugelform zu transformieren. Du kannst zwischen seiner Normalform und der Kugelform hin und her schalten, indem du die Maus in die rechte obere Ecke des Bildschirms bewegst. Sobald du die Ecke erreicht hast, öffnet sich das Spot-Menü. Verwandle Spot zurück in seine Normalform, indem du auf das entsprechende Symbol klickst. Mit einem Rechtsklick kannst du Spot wieder vom Mauszeiger lösen. Im Laufe des Spiels wird Spot noch zahlreiche weitere Formen erlernen, die du ebenfalls über das Spot-Menü auswählen kannst. Und jetzt sollen wir ihn zurück verwandeln. Das ist also hier. Du kannst mit Personen sprechen, indem du sie anklickst und das Mundsymbol auswählst. In vielen Fällen öffnet sich daraufhin ein Multiple-Choice-Dialog. Wähle einfach den Satz, den Cedric sagen soll, mit der linken Maustaste an. Okay. Die meisten Dialoge kann man beenden, indem man die letzte Dialogoption auswählt. Sprich mit Ben. Ja, ich schaue mir aber erstmal die Sachen an. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Rate doch mal. Ich tippe auf Nein. Bravo, du hast es erfasst. Und jetzt mach dich endlich nützlich. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Ich habe Opas Socken schon 1000 Mal stopfen müssen, aber er weigert sich noch immer, die Fakirnummer barfuß durchzuführen. Okay. In Opas Wagen köchelt bereits die Suppe für das Mittagessen. Man erkennt es am qualmenden Schornstein und an den herabplumpsenden Vögeln. Zugtier. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Falle? Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Okay. Eimer? Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein. Das ist nur mein Spiegelbild. Schaufel? Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Oh, die hat also dann ein besonders erdiges... Nein, das ist kein Löffel. Seltsam. Aroma. Wie komme ich da überhaupt drauf? Können wir es denn mitnehmen? Wir schauen uns Ben erstmal an. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Cedric. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Freundlich. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sieh es ein, Cedric.
Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Hm. Nee, warte mal. Schon gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben. Aber... Was ist denn mit Philosophie? Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, im Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber irgendwas Intelligentes halt. Hör mal, wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwas schon wieder vergessen? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das, das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Du hast in aller Grundlagen des Spiels erlernt. Viel Spaß in The Whispered World. Ja, Ben ist auf jeden Fall... Der kriegt auf jeden Fall den Preis für den nettesten Bruder. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Wow. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ja. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Ach ja. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn. Träume sind keine Schäume. Schäume sind sehr nützlich
Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Wow. Das ist natürlich... Ja, klar, ich nehme auch lieber Kopfschmerzen im Kauf als kalten Kaffee. Natürlich. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. Mit zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Okay. Ich überlege gerade, woher ich die Stimme von Ben kenne ich irgendwoher, aber ich kann sie gerade nicht weiter zuordnen. Das irritiert mich gerade. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben. Du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zum Bett gehen. Oha. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klein im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, Ben. Okay, wir gehen einfach mal durch die Tür. Und gehen mal in diese Wohnung. Ui. Also. Die Tür ist morsch und undicht. Nachts zieht es wie Hechtsuppe. Ein Wunder, dass Opa nicht schon längst in einer Lungenentzündung gestorben ist. Wow. Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Okay. Das nehme ich garantiert nicht in den Mund. Es ist weder meine Größe noch meine Geschmacksrichtung. Nehmen wir es damit. Ja. Anscheinend Taschentuch. Warum ich? Oh, der arme Frosch. Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Aha. Roh? Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln, wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Aber wie ist der Frosch überhaupt da reingekommen? Beziehungsweise, ich sehe, das sind mehrere Frösche. Wie sind die Frösche durch diesen schmalen Flaschenhals in die Flasche gekommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Kochbuch. Anton. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Opa kocht mit viel Enthusiasmus, aber leider mit wenig Talent. Vielleicht sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, einfach gleich das Kochbuch zu essen. Das würde uns allen einiges ersparen. Okay, können wir es mitnehmen? Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte. Aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe. Hallo? Ja, okay. Petroleumsuppe steht jetzt auch nicht unbedingt auf den Top 5 meiner Lieblingsgerichte. Ein Haarnetz. Opas Haarnetz. Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen und zum Schlafen.
Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Ich hoffe, niemand von euch ist gerade am Essen. Aber wir packen es mal ein. Okay, Flasche. Wir schauen uns die Flasche mal an. Regenwurmblut. Die Flasche ist schon fast wieder leer. Lieber nicht. Das Regenwurmblut muss noch für den ganzen Winter reichen. Als wir den Vorrat letztes Mal auffüllen mussten, lag Schnee. Es war die Hölle. Unerreichbar, wie so vieles. Augenglas. Biberaugen. Opa benutzt sie zum Kochen. Er nennt das Rezept Augenschmaus. Wow. Können wir das unerreichbar, machen? Wie so. Okay, wahrscheinlich. Opa sagt, wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat, schmecken sie gar nicht so übel. Er sagt aber nicht, wie lange es dauert, bis man sich dran gewöhnt hat. Okay, Notizen, wir schauen uns die mal an. Noch mehr Rezepte. Opa kocht mit viel Enthusiasmus. Ja, vielleicht soll das, würde uns... Okay. Tja, das sind tatsächlich so viel zu... Notizen, Rezepte. Tja, das ist so viel zu... Okay. Was ist das hier? Das sieht irgendwie interessant aus. Bunsenbrenner für unterwegs. Und hier kreucht auch irgendwas. Wir schauen uns mal den Kessel an. Opas neueste Kreation, Petroleumsuppe. Schwer bekömmlich, leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Können wir davon... Autsch, heiß. Vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Ist schon gut, Spot. Ich mach doch nur Spaß. Armer Spot. Also, ja, wir haben uns alles angeschaut. Jungs, was habt ihr noch zu erzählen?